Jede Woche gibt es was zum Ernten. Heute möchte ich mal die Lauchzwiebeln rausmachen. Und da habe ich euch natürlich mitgenommen. Ich denke, die dürften jetzt groß genug sein. Die Erde unter dieser Mulchschicht ist immer noch recht feucht und die Regenwürmer sind dicht darunter. Was mich am meisten immer wundert, in den Beeten, wo Zwiebeln, Lauch oder Lauchzwiebeln drin sind, da sammeln sich sehr viel Unkraut an. Ah, die sind schön, die zwei. Wir kriegen schon fast die Größe von einer Zwiebel. Ah, fehlt noch ein bisschen. Und gut riechen tun sie. So, jetzt haben wir das Gras auch gleich mal ausgemacht. Ich habe noch ein paar Pflänzchen vom Chinakohl. Bei zwei habe ich ja schon da drüben reingesetzt. Und ich denke, ich werde hier auch noch drei Stück reinkriegen. Dann ist das Beet wieder belegt. Aber erst bringe ich das mal ins Haus. Schmeckt lecker. Und weiter geht's mit dem Ernten. Der Knoblauch ist schon am Umfallen, die Stiele sind unten schon trocken. Es hängen eigentlich nur noch die Samenstände dran. Zeit, dass der rauskommt. Das Mulch werde ich jetzt vorsichtig mal auf Seiten machen. Vielleicht kann ich es nachher noch brauchen zum Abdecken. Ja, man sieht, es wird höchste Zeit. Diese Zwiebel kann ich nimmer lagern. Da ist die Haut außen weg. Da werden jetzt die einzelnen Zehen, denke ich, bald wegfallen.
das Gleiche auch bei der hier. Ja, eigentlich überall. Übrigens, das soll der Elefantenknoblauch sein. Kommt mir ein bisschen arg klein vor. Da war der normale Knoblauch letztes Jahr größer. Aber das ist halt so, wenn man diese Sachen im Internet bestellt, bei Firmen, die man noch nicht gehabt hat. Da kriegt man wahrscheinlich alles, bloß nicht das, was man gern haben möchte. Ich hoffe, dass die anderen Knoblauchsorten nicht auch schon so überreif sind wie der hier. Okay. Vielleicht hätte ich es auch nicht mulchen sollen. Also diese Sorte muss ich möglichst schauen, dass die schnell weitergehen, verarbeitet werden, verschenkt werden oder wie auch immer. Weil da ist keiner dabei, wo die Zähne nicht frei liegen. Und das ist die Knoblauchernte vom Elefantenknoblauch. Groß sind sie nicht. Ich bin schon enttäuscht vom Elefantenknoblauch. Hätte ich mehr erwartet. Jetzt schauen wir mal. Bei dem französischen Knoblauch, den habe ich ja, im Beet 6, das sind von hier. Luftlinie 2 Meter weiter, da müsste er dann genauso schlecht sein. Bevor wir aber den Knoblauch rausmachen, schauen wir uns mal den Salat an. Hier habe ich 5 Köpfe Eissalat angepflanzt. Ein bisschen runter. Und bei den beiden sieht man, der bekommt auch die Form eines Eissalates. Noch eins weiter. Er hat zwar angefangen, die Form zu bekommen, ob er weitermacht, das weiß ich nicht. Aber wir schauen es einfach mal, wir warten es einfach noch mal ab. Ganz links. Der hat schon nichts mehr von einem Eissalat. Die Blätter sind matt und er wächst wie eine Blume weiter. Und das Gleiche natürlich. Ganz rechts. Er entwickelt auch keinen Kopf. Hier in diesem Beet habe ich eine französische Sorte. Hier gibt es Pflanzen mit kleinen Stängeln, mit großen Stängeln.
Aber es sind Zehen schon angedeutet. Die Haut ist noch drauf, also sind die lagerfähig. So, jetzt mache ich mal fertig und hinterher zeige ich euch, was aus diesem Beet rausgekommen ist. Und das ist das Ergebnis von diesem halben Beet. Die Knollen sind auf jeden Fall größer wie beim Elefantenknoblauch. Und vor allen Dingen liegen die Zehen noch nicht frei. Also die hier kann ich auf jeden Fall lagern. Hier stehen wir nun vor dem Hochbeet Nummer 1. Auch hier ist der Knoblauch erntereif. Man sieht es daran, wenn die Stiele anfangen zu knicken. Auch hier wurde gemulcht. Und da wollen wir mal schauen, was hier rauskommt. Hier ist die Erde allerdings total locker. Normal brauche ich keine Schaufel zum Rausziehen von dem Knoblauch. Kann man fast schon so rausziehen. Und man sieht, der ist schon wesentlich größer im Vergleich zu meiner Hand. Auch hier werde ich jetzt mal den Knoblauch rausmachen. Auch das Hochbeet ist jetzt leer. Es war leichter rauszumachen wie hinten in den Beeten. Die Erde hier ist nämlich locker. Man kann die Knolle rausziehen, ohne dass was reißt. Während hinten im Beet die Erde sich verdichtet hat. Und jetzt zeige ich euch mal die Ernte. Hier habe ich jetzt in drei Plätzen den Knoblauch mal ausgebreitet. Links die kleineren ist der Elefantenknoblauch. In der Mitte ist ein französischer Knoblauch. Und rechts, da habe ich die meisten davon. Es kommt daher, weil ich von dieser Sorte 100 Zehen gesteckt habe. Und alle 100 sind was geworden. Es ist ein großer dabei und es ist ein kleinerer dabei. Die Haut ist da, die Zehenbildung sieht man. Es ist genau die richtige Zeit zur Ernte. Allerdings habe ich diese Sorte sowie diese Sorte online von einem namhaften Händler bestellt, während der Elefantenknoblauch ganz links. Vielleicht lasse ich mir den Elefantenknoblauch nächstes Jahr nochmal schicken. Der sogenannte Elefantenknoblauch, der fast nur aus einzelnen Zehen nur noch besteht, muss natürlich am schnellsten weg. Deshalb werde ich den erst gar nicht zusammenbinden. Das kann meine Frau an ihre Freundinnen verschenken. Die letzten Jahre habe ich den Knoblauch zum Trocknen unter das Dach gehängt. Heute habe ich mich anders da entschieden.
Heute habe ich ihn hier in diesem Schuppen reingehängt. Da ist auch keine direkte Sonneneinstrahlung. Und hier kann er auch trocknen. Natürlich kann ich den ganzen Knoblauch auch nicht gebrauchen, alleine. Da sind ungefähr 160 Knollen. Ich lasse ihn jetzt mal ein paar Wochen trocknen, bis er optimal ist. Und dann entscheide ich mich, ob ich den jetzt zur Tafel bringe oder sonst hier im Ort verschenke. Und das war's dann mit der Knoblauchernte für das Jahr 2023, für dieses Jahr. Dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's es gut, vor allem bleibt's gesund, pfiat euch.